Hallo und herzlich begrüßt zu einem neuen Reisevideo. Wir besuchen eine historische Altstadt und einen Lost Place in Form einer Industriebrache. Es geht ins Ruhrgebiet, genauer gesagt nach Hattingen. Die Reisegruppe ist komplett, das Wetter ist gut und los geht's. Hattingen wurde auf einer Flussterrasse der Ruhr gegründet und hat einen gut erhaltenen historischen Kern mit diversen Fachwerkhäusern. Auch meine Frau fährt das Wohnmobil ganz gerne und von daher keine Bange, ich habe meinen Führerschein auch noch. Das Auffinden der einzigen Staub in Deutschland führte jedoch zu kritischen Fragen an den Navigator. Der Stellplatz ist nett angelegt, nebenan gibt es einen Minigolfplatz. Für gewerbliche Kunden war er geöffnet, sogar im März. Rund um das Hüttenwerk gab es reichlich Fotomotive für den Hobbyfotografen. In dieser Einstellung kann man die direkte Nähe zur Ruhr ganz gut sehen. Hier starten wir ein kleines Suchspiel. Finde unser Wohnmobil. Auflösung folgt. Die Henrichshütte ist ein ehemaliges Hüttenwerk in Hattingen und wird heute als Museum betrieben, aber dazu später mehr. Der Wohnmobilstellplatz Ruhrtal in Hattingen ist parzelliert für 18 Reisemobile, befindet sich in ruhiger Lage unmittelbar an der Ruhr. Es ist ein gut befestigter Schotterrasenplatz, durch einen Zaun getrennt von der Minigolfanlage Ruhrtal, die sich auf einem 5000 Quadratmeter großen Wiesenstück befindet. Die dortige Gastronomie bietet eine gut bürgerliche Küche zu kleinen Preisen. So, auf geht's zum ersten Stadtbummel nach Hattingen. Bei den Menschen aus Eisen handelt es sich um 2,40 Meter hohe mehrteilige Eisenskulpturen aus dem Jahre 1996. In der 1854 erbauten Henrichshütte steht der älteste Hochofen im Revier. Zur Blütezeit arbeiteten hier 10.000 Menschen in dem Werk nahe der Ruhr. Anfang 1987 gab die Thyssen Stahl AG die Stilllegung der Hochöfen bekannt. Ich hätte gerne die Hütte mit der Drohne überflogen, doch auf Anfrage musste ich eine Überflugerlaubnis beantragen. Der Aufwand stand dann hier leider nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen. Und so musste dann der Stellplatz nochmal als Filmobjekt herhalten. Die Hattinger Altstadt ist mit ihren fast 150 mittelalterlichen Fachwerkhäusern ein beliebtes Ausflugsziel. Sie sind Ausdruck des Bürgerwillens in der Stadt, der sich in den 1960er Jahren gegen eine Flächensanierung und für eine Objektsanierung aussprach. Es ist recht windig heute, also kein Flugwetter, der Besen bleibt am Haus. Hattingen ist nach Witten die zweitgrößte Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises in Nordrhein-Westfalen. Sie liegt im südlichen Teil des Ruhrgebietes an der Ruhr und grenzt unmittelbar an die Großstädte Wuppertal, Essen und Bochum. Das Wetter lud natürlich zum Bummeln ein und in diesem Licht glänzen die Schieferfassaden noch mehr. Es wird kühler in Hattingen, aber es ist immer noch gutes Wetter für einen Spaziergang an der Ruhr. Das Ufergelände ist wirklich sehr weitreichend und für Hunde und deren Besitzer ein Paradies. Es gibt sogar riesige abgetrennte Bereiche nur für Hunde. Im Vordergrund sehen wir ein Gelände für die jugendliche Freizeitgestaltung. Im Hintergrund sehen wir ein schon merkwürdiges Gebilde. Hier
Hier sehen wir ein sehr seltenes Exemplar des Schuhbaums. Der lateinische Name ist mir leider entfallen. Hier nun die Auflösung des kleinen Suchspiels vom Anfang. Zum Schluss noch eine schöne Abendstimmung, denn am nächsten Morgen stand sie wieder bevor. Die lästige Rückfahrt. Ein Daumen nach oben motiviert uns zu neuen Taten. Ein Abo kostet nichts und hilft allen. Und wenn ihr dann noch das Glöckchen drückt, bekommt ihr automatisch Nachricht von den folgenden Reisen.